Heyo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der 11. Expedition weiterhin. Und ja, wir stehen ja noch im Frostigen, aber wir haben auch noch was abzuholen. Expeditionsbelohnung erhalten, tiefer Frost, Scansystem-Upgrade und dieses Raketenmodul. Obwohl ich das glaube ich nicht brauche. Die Handelsrakete, die brauche ich eigentlich nicht wirklich. Scanner-Modul. Das hätte ich aber gerne. Packen wir mal so. Dann packen wir das so. Und dann packen wir das dahin. Schön. Flora. Wow. Ich habe auch gar kein Glück mit dem Modul, ne? Ich brauche Fauna. Ich brauche Fauna. Bitte mehr Fauna. So, und die Rakete, das Raketenmodul, ja, das können wir folgern. Gut, mal ein bisschen was umpacken halt. Protein öffnen. Ah ja, gab Kohlenstoff. Das ist toll. Die packen wir mal auf den Frachter. Hier, Frachter ist gerade voll. Schiff. Schiff. Mein Glas Dreck aufs Schiff. Die geborgenen Daten. Das hier, Schiff. Die Dinger eigentlich auch aufs Schiff. So, hier. Schiff. 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 Damit ich ein bisschen Platz im Inventar habe. So, rücken wir das Ganze ein bisschen nach. Die werden wir eh verbrauchen. So. So, 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 so. Und der ist es eigentlich egal, da ich mir den ja immer wieder hinstelle. Gut. Gut, gut, gut. Haben wir das Wichtigste. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Anomalie und schalten uns Dinge frei. Also hauptsächlich, dass ich die Nip-Nips anbauen kann. Pop. Rinder. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Schupp. So. Und natürlich gleich der Hinweis, nicht wundern. Wenn ich Expedition spiele, ist mein erster Gang nicht zu dem Quecksilber-Dude, um mir sämtlichen Kram aus Twitch-Drops und genau. Oh. Twitch-Drops werden nicht mehr angezeigt, aber auch die Expeditionsbelohnungskram. Ja, wo ja auch Schiffe drin sind und sowas. Fällt aus. Maximal würde ich Deko mitnehmen. Konstrukthände, nee, nee, nee. Obwohl, wir könnten uns zu einem Roboter machen. Das wäre gar nicht so falsch. Wir nehmen das mal mit. Wir nehmen das einfach mal mit. Ist halt nur Optik. So. Jetpack-Spur könnten wir mitnehmen. Okay, Frachterspur ist eigentlich egal. Ja, weil ich könnte mir jetzt auch hier den Utopia-Flitzer holen, aber nee, das ist nicht mein Spielstil. Hier Lord Helmchen. Was wären noch so? Hier Umhang.
Noch ein Umhang. Okay, noch der gesetzlosen Umhang. Flaggen. Jetpack. Noch eine Spur. Noch eine Spur. Ja, gibt mittlerweile recht viel. So. Oder hier, die gute goldene Vector. Aus einer der Expeditionen. So. Den Rest habe ich. Ich weiß gar nicht. Entdeckerdienste sind online. Entweder haben sie wieder was verkackt, dass die Verbindung nicht steht zu den Twitch-Drops, oder sie haben sie mit Absicht gesperrt. Weil da halt so übel viel drin ist. Da ist halt wirklich sehr viel drin. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir sind natürlich ultra neugierig. So, dann haben wir jetzt theoretisch diesen Helm und diesen Helm. Ach komm, wir können mal den nehmen. Wir können einfach mal den nehmen. Farben würde ich gleich behalten. Das ist eigentlich... Ah ne, wir haben ja das Grün genommen. So. Genau. Torso. Was habe ich denn da jetzt? Konstruktkörper. Ja komm, wir machen einen Roboter. Wir machen einen auf Roboter. So, ein bisschen heller. Können wir jetzt eigentlich ein bisschen heller machen? Ja, machen wir. So, und antiker Brustpanzer. Lebenserhaltungseinheit. Achso. Zack. Ja, eine schöne Frontplatte. Das ist in Ordnung. Ah, da müssen wir, glaube ich, wieder... Müssen wir doch dunkler bleiben. So. Handschuhe. Die guten Konstrukthände. Farbe passt. Beine. Konstruktbeine. Ja. Sehr schön. Was haben wir da noch? Streifen. Aha. Okay. Ich würde ja auch grün machen. Aha. Ja, komm, wir machen Streifen. Wir machen einfach Streifen. Was haben wir hier? Rost. Leichter Rost. Klar, ich bin rostig. Geht das bei den anderen auch? Ja. Panzerung, das sind Male. Torso ist auch Male. Ja gut, spielt aber keine Rolle. Stiefel, da müsste ich ja jetzt auch. Konstruktfüßchen. Streifen verkehrt würde ich auch Chevron machen. Und natürlich das. Ja, ist okay. Rucksack. Was haben wir da jetzt? Das ist die elektrische Spur. Ja, dann nehmen wir die auch direkt. Windschnittig oder Exo? Ich glaube, Exo ist eigentlich ganz gut.
oder? Nee, das, der passt besser, weil er technischer ist. Umhang passt halt bei dem gar nicht. Und das hier ist, glaube ich, vollkommen egal, da ich die Farbauswahl schon getroffen habe. Sehr schön. Ich bin jetzt Robo. Jetzt Robocop der neuen Generation. So. Wir wollten aber hier ran. Hier wollen wir ran. Und ich brauche die Pflanzen. Ich könnte vorgreifen. Ne? Ich brauche nämlich den. Ich könnte den auch freischalten. Reichen natürlich meine geborgenen Daten gerade nicht. Wo sind denn die guten Pflanzen? Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet. Hier. Den Trog. Und Nip Nip ist da hinten. Also. Und so. Sehr gut. Hat gereicht. Und nun. Einen Tag. Nun gehen wir raus und in den Frachter. Und bauen an. Das kann ja dann schon mal laufen. Wusch. So. Ich brauche meinen Frachter. Und zack. Okay. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Die dumm. Hallo, guten Tag, hallo. So, und ich habe ja hier schon fleißig angebaut. Kann ich jetzt noch mehr davon bauen? Ja. So. Und Nip Nip und Fecum. Okay. Ich hoffe, das reicht. Ne, mir ist die Kacke ausgegangen. Ich habe eh nur 6 Nip Nip, ne? Da kann ich auch den machen. Okay. Dann kriege ich zumindest einen noch angebaut. Und dann fehlt mir 4-mal Kacke. Das ist schade. Aber ist okay. Ich habe 5 angebaut bekommen. Die brauchen jetzt dezente 4 Stunden. Also machen wir jetzt 8 Folgen, wo wir hier einfach stehen. Wie findet ihr das? Und uns das Aquarium angucken. Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Ist das eigentlich ein Anbaudings? Warte mal. Spieler befindet sich im Modul. Er hatte mich auch. Nee, ist kein Anbauplatz. Okay. Schade. Was habe ich denn da jetzt eigentlich bekommen? Eigentlich brauche ich das Aquarium nicht. Glas. Lebende Perle. Ah, okay. Es soll mir relativ egal sein. Wir können aber direkt mal einen Lagerraum bauen.
Ja, den bauen wir hier hin. Und die 1 bauen wir uns nicht auf die andere Seite. Sondern hier hin. Sehr schön. Da haben wir ein wenig Platz. Was sehr schön ist. So. Warte mal. Ich glaube, so ist das viel, viel angenehmer. Lagerbehälter-Inventar. 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 Alles schön in die Lagerbehälter. Auch mein Glas voll Dreck. So. All das, was ich mit höchster Wahrscheinlichkeit sowieso nicht mehr brauchen werde. Das sind Grundstoffe. Das könnte ich theoretisch verzehren für Lebenserhaltung und Dings. Packen wir mal in Exo. So, halt. Das kann auch in Exo. Das kann in Lagerbehälter. Gold werde ich in der Form so nicht brauchen. Okay, 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 okay. Okay, das kann ich nicht verzehren. Interessant. Die hier. Weg. Die fürs Erste weg. Wenn ich die brauche, kann ich die mir holen. Das Glas genauso. Weg. Haben wir sonst noch was, was jetzt so eindeutig schreit danach, dass ich es gar nicht mehr brauchen werde? Eigentlich nicht. Na. So. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's auch interessant aus. Mittlerweile. Das packen wir mal alles beiseite. So. 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 V3 muss bleiben. Der kann weg. Der kann weg. 16 Kacke, ja. Die eine Nip-Nip, die bleibt auch hier vorne. Die können in den Behälter. Schleim und dies. Aha. Aber in die Behälter. Natrium in Exo-Anzug. Und die Kacke kann hier bleiben. Kacke habe ich auch so keine mehr einstecken? Nope. Alles klar. Dann sind wir hier erstmal ausgestattet. Sehr gut. Sehr gut. Ja, die brauchen jetzt eine Weile. Die brauchen ein Weilchen. So. Tür auf. Schauen wir mal. Was gehen wir jetzt an? Wir hätten noch einen blühenden Planet, das ist ja ganz nett. Katastrophales Terraforming, das dürfte ein toter Planet sein, deswegen wird auch nichts angezeigt. Okay. Okay. Können wir mal hochladen. Und dann würde ich tatsächlich Richtung Treffpunkt 2 mich bewegen. Wir brauchen einen Planet mit Sturmkristallen und, naja, das mit dem Tier, mit dem pH-Wert, das wird nochmal interessant. Ja. Schauen wir mal. Schwupp. So. Zeig mal her.
Nee, nicht freier Kunden. Expeditionsroute. Ganz genau. So. Ja, außerhalb Sprungreichweite, ist klar. Ein Gag-System zwischendurch. Gag hatten wir auch schon, genau. Dann hinter. Tada! Neues System, neues Glück. Speichersignal, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Pilzplanet. Oh, das kann ein Kalzi-Pilzplanet sein. Wenn ich Glück habe. Das Nest. Das ist wieder ein Alien-Planet. Die Auswahl ist begrenzt. Ah, da dahinter muss noch ein Planet sein. Den würde ich mir zumindest gern mal kurz anschauen. Was der so kann. Wir könnten mal hier den hier wieder aufladen. Und da brauchen wir auch bald Nachschub. Wenn ich das so richtig sehe. Ach, da ist auch die Markierung drauf. Was ist denn das? Nee. Der muss ein bisschen freier stehen. So. Trostlos. Ja, wir gucken trotzdem mal hin. Wenn da jemand ein Speichersignal hingestellt hat, muss es da irgendwas Cooles geben. Aber wir gehen erstmal auf den Pilzplanet. Das könnte natürlich einfach nur ein Pilzplanet sein. Oder ist es ein cooler Pilzplanet? Wir werden auf jeden Fall mal so auf die Schnelle Tiere durchscannen. Ah ja, und hier haben wir ein gigantisches, wunderschönes Portal. Das ist nett. Und es ist kein Kalzi-Planet. Okay. Größter Planet. Ja, das ist ganz toll. Doch, das ist ein Kalzi-Pilzplanet. Wenn ich das da oben richtig sehe. Das ist ein Kalzi-Pilzplanet. Fantastisch. Und da sind sie auch schon. Bam. Jawohl. Ja, ein Tier. Zack. Das ist ein Traum. Da haben wir schon mal eins. Wie viele brauchten wir eigentlich? Das war, glaube ich, hier ganz hinten, oder? Sechs. Okay, eins haben wir. Fantastisch. Ja, mehr Tiere gibt es hier sowieso nicht. Da können wir eigentlich auch direkt wieder starten. Und abhauen. Eigentlich ganz cooler Platz für so ein Tor. Naja, wie dem auch sei. Wo ist der Weltraum? Ah ja. So langsam aber sicher kommen wir dort an. So, ich markiere mir einfach mal das Speichersignal und springe mal direkt hin. Dann brauche ich nicht über drei Ecken. Trostloser Mond.
Der hat sich hier einfach eine Base hingebaut. Das ist alles. Wow. Ah, das ist so ein Blockplanet. Mit diesen neckischen Blöcken drauf. Hohle Blöcke oder? Ne, volle Blöcke. Ein Feuersturm. Ja, das ist natürlich toll. Warum hat er sich denn den ausgesucht? Da hätte ich doch den Kalziblitzplanet genommen. Aber wir werden das rausfinden. Indem wir einfach mal aussteigen und mal schauen. Nimm ihn. Vielleicht gibt es ja hier zufällig ein gewisses Tier. Was wir ja auch suchen. Ah, da auch noch Tiere. Das ist, glaube ich, eine Pflanze. Jawohl. Okay. Die Auswahl ist begrenzt. Sehr sogar. Was? Ah ne, das ist ein Stein. Ich dachte, das ist noch so ein Tier. Okay. Kurzer Blick. 4 von 6 Tieren. Selten Boden, ungewöhnlich in der Luft, tagaktiv, okay. Selten Boden, mhm. Das ist den sein Speicherpunkt. Ja, auf seltene Tiere abwarten, das, nee, das mache ich nicht. Sowas suche ich nicht. Gut. Dann... Hochladen natürlich. Okay, und dann hatten wir das Nest. Das ist halt ein Alien-Planet. Mit 6 Tieren. In der Luft, Boden, 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 Boden. Wir können zumindest mal hingucken. Vielleicht sind das ist das so ein aggressives Ding. Biom, angenehm. Reichhaltig. Aha, aha. Ja. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann danke ich vielmals fürs Zuschauen und dabei sein. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann nochmal ganz kurz auf dem anderen Planeten um. Und dann geht die Reise auch schon weiter Richtung Treffpunkt Nummer 2. Dann nochmal vielen Dank. Bis dann und ciao, ciao. Attention.